uns, der Mann ist fertig. Naja, was soll man von einem erwarten, der weder raucht noch trinkt und überdies Vegetarier ist? Jetzt mal im Ernst, Fegelein. Ich werde wohl die Sache selbst in die Hand nehmen müssen. Berlin wird fallen und das in wenigen Tagen. Wenn der Führer tot ist, mit wem, glauben Sie wohl, werden die Alliierten verhandeln? Was macht Sie denn so sicher, dass die Alliierten mit Ihnen verhandeln wollen? Der Westen braucht den Nazistaat und meine SS, um nach dem Krieg Ordnung zu schaffen. Glauben Sie es mir, eine Stunde mit Eisenhower, das sieht es genauso. Erste Kontakte sind geknüpft. Seien Sie vorsichtig. Das ist Landesverrat. Ach, Wegelein, da habe ich ganz andere Sorgen. Sagen Sie, wenn ich Eisenhower gegenüberstehe, was halten Sie für angebracht? Hitlergruß oder soll ich ihm die Hand schütteln? Hat die Korruption in unserem Staat möglich gemacht! Sie haben. Je später der Abend, desto lieber die Gäste. Meine Herren, Sie sind schon im Aufbruch. Ich wollte Sie eigentlich noch sprechen. Die Befehle des Führers über die Zerstörung aller zivilen Einrichtungen. Bedauere, mein Lieber, aber ich muss fort. Besuchen Sie mich doch bei Gelegenheit in Hohenlüchen. Ich begebe mich jetzt allerdings mit meinem Stab in den Norden des Reiches, um von dort aus den Kampf um Berlin zu unterstützen.